Schon mal im Schwarzwald gewesen? Ja. Noch nie. Wir haben das Tannenzäpfle auf dem Tisch. Wird mittlerweile auf dem Tisch. Auf dem Diff. Auf dem Diff. Noch Niffel. Auf dem Diff stehen. Der Micha hat uns vorgeschlagen, probiert doch mal das Tannenzäpfle und nachdem ihr uns ja Wünsche schicken könnt, wir diese in unsere. Ich kann auch nicht mehr reden, Alter. Der Micha hat uns da. Tja, wir haben einen Hinweis bekommen und zwar von Micha. Wir sollten noch unbedingt mal das Tannenzäpflein probieren. Aber das passt jetzt hoffentlich. Geht schon Nochmal, gut. nochmal. Also jedenfalls. Scheiße. Okay. Deshalb haben wir heute das Tannenzäpfler mitgebracht. Sagt man eigentlich Tannenzäpfle oder Tannenzäpfler? Wo sind wir denn da im Badischen? Dann sagt man Zäpfle? Schwarzwald. Ich kann den Dialekt nicht nachmachen. Es kommt aus dem Schwarzwald, das Bier, aus der angeblich höchstgelegensten Brauerei. Ich vermute aber Über Baden-Württembergs, 1000 oder? Baden-Württembergs, ja. Ja. Oh nee, hier steht Deutschlands höchstgelegener, in Deutschlands höchstgelegener Brauerei, das Rothaus Tannenzäpfler. Frage Alex, bist du leicht dran gekommen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Nochmal. Der ist völlig vorbei. Bist du leicht dran gekommen an das Bier? Ja, gibt es bei uns ja relativ gut zu kaufen. Gut, wir gucken uns das Bier mal ein bisschen genauer an. 5,1% Alkoholvolumen. Wir haben 0,33 Liter Flaschen, dafür sind die bekannt. Die Brauerei ist 1791 gegründet worden. Wir haben Pils, ne? Das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen. Und man weist darauf hin, dass es aus 7 Quellen gespeist wird. Das Brauwasser wohlgemerkt. Die Hopfensorten sind Tettnanger und Hallertauer. Es steht ja witzigerweise nicht Premium-Pils drauf, obwohl wir wieder einen goldenen. Oh. Entschuldigung. Obwohl wir wieder einen goldenen. Eine goldene Nase haben. Nein. Ja, so. Schau. So. Oh mein Gott. Wir haben im Glas ein schön hellgelbes pilztypisches Erscheinungsbild, finde ich. Der Schaum ein bisschen grobporig. Ja, würde ich auch mal sagen. Und leider etwas putzlumpig. Er ist ja so einen leicht säuerlichen Unterschwang, würde ich jetzt mal sagen. Prost. Weich. Also, da haben Sie die besten Quellen ausgesucht. Die 7 Besten. Die 7 besten Quellen. Wie macht man das eigentlich? Ich meine, kann man das Wasser aus verschiedenen Quellen an und mixt es dann zusammen oder werden da echt Rohre verlegt? Kommen die alle aus dem badischen, also aus baden-württembergischem Raum? Weiches Brauwasser aus 7 Quellen in 1000 Metern Höhe. Ja, also da nimmt man praktisch ein kleines, so ein Rinnsal, was in 1000 Metern irgendwie, ey, das ist eine Quelle! Ne? Dann verlegt man da ein Rohr hin und wenn man 7 kleine Rinnsale zusammen hat, ergibt das dann schon mal so ein Fläschchen voll. Das war jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern im Gegenteil, es ist wirklich ein sehr weiches Wasser. Ja, also es schmeckt, es ist ausgezeichnet, würde ich sogar sagen, dieses Mundgefühl, das ist so weich, das ist eigentlich Ja. wie diese oberbayerischen Biere fast. Also wirklich super. Ist mir fast einen kleinen Tick zu lebendig, zu sprudelig, ne? Es perlt sehr Ja, nach, finde sehr. ich. Ja, aber jetzt mal geschmacklich würde ich sagen, es ist ein leckeres Pilz. Und wenn man jetzt nicht erwartet, dieses mega herbe. Ich finde, es hat's aber auch. Es Es ist ist schon schon. herb, aber nicht dieses extrem herbe. Aber ich finde es sehr, sehr süffig, spritzig. Ja. Und so, ich muss schon sagen, es ist so ein typisches nach dem Sportbier, würde ich jetzt sagen. Diese Weichheit von dem Wasser, Leute, das rentiert sich, 1000 Meter Wasser anzukarren. Also aus 1000 Metern Höhe. Ich dachte früher mal, das kommt aus der DDR. Ja, deswegen bei Staatsbrauerei. Nee, aber auch von dem, auch von dem Design her, das hat ein bisschen so, das hat, findest du nicht? So ein bisschen so Stimmt wie DDR-Feeling, also Ost. Sandmännchen. Ja, so ein bisschen dieses. Das stimmt wirklich. Wirklich, ich dachte wirklich, das ist ein ursprünglich, das ist so ein ostdeutsches Bier.
Habe ich mich total getäuscht. Das Bier kommt aus dem südwestlichsten Zipfel, also aus dem südwestlichsten Zipfel Deutschlands. Genau. Ja. Da, wo der Bodensee ist. Da unten. Hey, kurze Bewertung und dann Ergebnis für euch jetzt hier. Jo. Die Bewertung ist abgeschlossen. Das Tannenzäpfler bekommt einen Gesamtköpselwert von 4 von 5 Köpseln. Ein voller Quattro sozusagen. Ein knapper Vierer, aber es ist ein Vierer geworden. Ist aber auch ein leckeres Pilz, muss man einfach mal so sagen. Ja, wir bedanken uns bei niemandem, weil... Hat uns ja keiner geschenkt. Bleibt dran, abonniert uns, dann bekommt ihr auch automatisch Bescheid, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Komm, wir trinken es noch.